Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video mit eurem Xaro und der lieben Xelin. Hey, jetzt sind ein paar Wochen ins Land verstrichen und jetzt wollen wir unseren Kleinen viel mit uns rumschleppen, weil wir das Gefühl haben, dass der Kleine es mag, wenn er nah bei uns ist. Und das ist alles nicht ganz so einfach, weil man hat halt einfach keine Hände frei. Und wenn man da irgendwas machen möchte, ist das immer ein bisschen blöd. Deswegen gibt es schöne Methoden, nämlich ein Tuch, das wir von meiner Mama bekommen haben. Genau, die hatte nämlich, was heißt das gleiche, jetzt wollte ich sagen, das gleiche Problem mit meiner Schwester. Nee, eigentlich ist das kein Problem und eigentlich ist das auch normal für so ein kleines Baby, dass die gerne nah sein wollen. Und da hat sie so ein Tuch. Ein Riesentuch. Das ist halt wirklich, oh, mein Finger juckt. Ah, das ist wirklich ein Riesentuch hier, ne? Das ist wirklich, boah, Wahnsinn. Und jetzt kann man das Baby, das jetzt aufgewacht ist, um sich rumwickeln und dann vor sich tragen, hat man die Hände frei. Oha, jetzt wird sie auch noch beinahe hingeflogen. Da ist schon mal, ne, das ist ein Riesentuch. Sieh, ja. Baby so. Oskar ist wach. Hab alles dabei, glaube ich. Schön. Wolltest du jetzt an lebenden Objekt probieren, oder? Ich würde sagen, wir testen trotzdem einmal den Teddybären. Okay, dann hole ich nur den Teddybären. Ja. So, da bin ich. Hab alles da. Und ich sehe, du hast den neuen Schlafsack. Ja. Oh, wie schön. Der ist cool, der Schlafsack. Den haben wir geschenkt bekommen von so einer Seite, wo es so Bettlaken und so Babysachen gibt. Und Magita die haben uns, heißt die Seite. Ja, Magita, genau. Und die haben so eine neue Kollektion, die heißt Timitama. Und die hat uns angeschrieben und hat gesagt, ja, ich habe gesehen, dass ihr so Babysachen macht. Und ob wir Interesse an sowas hätten. Und dann habe ich gedacht, ja, so einen Schlafsack können wir nochmal gebrauchen. Und dann haben und wir den bekommen. Oskar hat den gerade getestet. Ja, Oskar hat den gerade an. Genau. Gefällt er dir, Oskar? Der ist voll kuschelig, gell? Kein Kommentar. Schön warm. Ja. Mit Reißverschluss. Also auch, genau. Und hier, so wie es sein sollte, schön hier Reißverschluss abgedeckt. Was ich gesehen habe, man kann hier in den Seiten so zuknöpfen, dann wird er ein bisschen schmaler. Ich glaube, dann ist so ein bisschen, dass er mitwächst. Und er darf halt nicht, ist nicht zu lang. Ja, da steht bis 6 Monate. Das könnte gut bei dem Riesen, wissen wir noch nicht so genau, weil der ist echt groß. Und süße Motive sind es. Ja, echt schön. Ich glaube, es gab den hier und einen mit so Dschungel, gell? Genau, richtig. Ja. Wenn ihr da draußen auch gerade erst Mama geworden seid oder Papa oder demnächst Mama oder Papa werdet und ihr sucht auch vielleicht so ein Angebot oder sowas bei magita.de oder auf Instagram Magita. Die suchen noch nette Leute oder Eltern, die Produkte testen und dafür gibt es 50% Rabatt und genau, das war halt so die Gegenleistung dafür, dass wir den Schlafsack umsonst bekommen haben. Und genau, wenn ihr Lust habt, einfach mal bei denen Hallo sagen. So. Gell, Oskar? Gell, Mama? So, was machen wir jetzt mit dir? Kann ich dich jetzt ablegen? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier mit dem Dings hier machen. 60! Wahnsinn, damit kann man ja ein Auto zudecken. Also ich suche jetzt die Mitte erstmal hier. Ja, genau. Und dann schaust du, dass das... Da fängt es ja schon an. Ich bin zu klein. Zu klein. Soll ich machen? Soll ich es probieren? Ich will das ja eigentlich hinkriegen können. Ja, so. Okay. Das ist die Mitte. So, und da lege ich das jetzt hier so, oder was? Genau. Irgendwo stand als Tipp, ich glaube in einem anderen Heft da, dass man sich die Mitte irgendwie markiert. Das finde ich eine gute Idee. In dem hier? Ja. Ah, okay, dass man so eine Naht rein, also so einen Faden reinsetzt genau, oder sowas. Genau, dass man gleich sieht, hier ist die Mitte und dann kann ich es mir gleich hier so rum. Tu es jetzt nach hinten. Ja. Und dann? Kreuzen. So. Genau, und dann über die Schulter. Ja, ich kann dir ein bisschen helfen. Also, der muss einmal so nach da gedreht werden. Sonst wird es auch irgendwann unbequem. Ja. Für mich ist zwar egal, also nicht egal, aber nicht so schlimm, aber für viele. Der ist auch einmal falsch. So. Genau. Ja. So. Dann komm mal her, Baby. Wir haben einen Teddy, die Babypuppe haben wir leider nicht mehr. Warum haben wir die eigentlich weil ich dachte, die brauche ich nicht mehr. Die liegt jetzt hier rum und ich kann sie die nächsten 2-3 Jahre nicht gebrauchen. Also, ja. So, der muss jetzt. Okay, also vielleicht lieber nicht zu eng machen. Hier so, oder? Ja. Und dann hier durch. Ja, genau. Okay. Damit sie. Boah, das.
Nur, das sieht ja so schon mal gar nicht so schlecht aus, gell? Ja, das sitzt dann auf jeden Fall, genau. Irgendwie sind die unterschiedlich lang geworden. Ich kriege jetzt hier gar keinen Doppelknoten mehr hin. Ja. Was? Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Ich muss eigentlich jetzt einen Doppelknoten machen. Also der Knoten ist ein bisschen zu weit rechts. Wenn er ein bisschen weiter links ist, dann... Ja gut, dann kriege ich es hin. Oh nein, da wird gequäkt. Das ist eigentlich fertig, wenn er seinen Kopf halten kann. Wenn er seinen Kopf nicht halten kann, habe ich gesehen, kann ich einfach das Tuch irgendwie, wenn man das dann hinkriegt. So, theoretisch. So. Aber das sieht ja so. Nicht mit beiden. Na, beiden ist nur vielleicht, wenn es regnet. Aber so jetzt sieht es ziemlich gut an, ja. Sieht gut aus, genau. Was ich halt gelesen habe in dem anderen, man kann den Knoten, weil zum Sitzen ist das halt, wenn ich mich anlehnen will, ist das halt doof. Ja. Man könnte das dann auch vorne knoten, aber dann müsste ich es eigentlich nochmal, müsste ich es ja hier hinten. Also wenn man einen dicken Bauch hat, da braucht man einen längeren. Naja, einen dicken Bauch ist gut, so dick bin ich jetzt nicht und ich krieg das vorne nicht. Ich meine, deswegen. Also das Tuch reicht gerade so. Gut, klar, wenn das Tuch zu lang ist, ist es aber blöd, weil dann hängt es ja irgendwo runter oder so. Das fühlt sich aber, also mit dem Teddy fühlt sich das jetzt echt gut an. Oskar, wollen wir das mal testen? Ich würde sagen, du probierst das jetzt mit dem Oskar aus. Okay, dann kriegt er seinen Timmy-Tammer-Schlafsack mal ausgezogen. Timmy-Tammer! Der Teddy lächelt auf jeden Fall noch, dem hat's gefallen. Den hat's gefallen, ja, das war bequem. Das ist natürlich für so ein Baby echt cool, weil wir haben echt gemerkt, dass unser kleiner Oskar echt... gerne viel Nähe sucht und eigentlich eigentlich meistens ist es normalerweise normal so. Man, wenn der müde ist und man legt den weg, dann kann er mal so eine Stunde oder vielleicht auch mal zwei ruhig sein, aber dann wird es echt schwierig, dann will er echt die Nähe, dann merkt er das irgendwann, dass er alleine da irgendwo rumliegt und dann sucht er einfach die Nähe und das ist ja eigentlich schön und das kann man mit diesem Tuch wohl sehr gut machen. Ich freue mich drauf. Wie war das? Wir machen das um den Bauch. Genau. Das ist schick. Ja. Ja, war eigentlich auch nur Spaß. So, und dann... Hässlich ist es auf jeden Fall nicht. Muss ich jetzt wieder hier rum? Über die Schultern. So, da muss ich jetzt nur schauen, wie mache ich das, wenn ich jetzt alleine mache, dass es nicht verdreht ist. Wobei es jetzt nicht verdreht. Warte mal. Ja, genau. Nee, andere Richtung. So rum. Ja. Die drehen sich immer einmal um... Ja, in dem Moment, wo man es so überschlägt, dreht man es wahrscheinlich. Okay. So. Und das ist ja jetzt schon der Moment, passt schon. Wo das Baby kommt. Jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Jetzt schläft er, oder? Darf ich dich jetzt hochnehmen, Baby? Oder gehen die Mundwinkel runter? Nein, nicht jetzt. Oh. Ja, Schnulli hat er schon ausgespuckt. Wie findest du das? Komm mal hier. Okay. Was sagen Sie dazu? Na gut. So, jetzt nehmen wir das kleine Versuchsobjekt und stopfen es wie den Teddy hier hinein. Die Anhock, wie heißt die Anhock-Spreizhaltung oder so? Das macht er ja schon. Macht er immer gut automatisch, ja. Komm ins Mal rein, Bündel. So. Okay. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, das ist doch auch eine gute Höhe, oder? Also dann machen wir das doch so. Hier so Bauch an Bauch so ein bisschen. Okay. Und wie war das jetzt? Muss ich das hier theoretisch da unten durch? Eiwei. Eieiei. Und genau. Das hier? Auf der anderen Seite. Du wirst schief, Baby. Und das hier? Ja, korrigieren kannst du ja gleich noch. Dadurch. So. Oh Gott, ich... So, jetzt... Ach so, du musst ja jetzt dann... Wie willst du jetzt binden? Jetzt, ja, vor allem, ich muss ja jetzt schauen, dass ich, wenn ich hinten binde und sein Kopf klappt weg, ich muss ja jetzt eigentlich... Du kannst ja nicht binden, während... Oh, ich muss den Arm da reintun. Dann kann ich dich hier stützen. Ich muss ja erst seinen Kopf irgendwie stützen. Kriegst du die Luft? Ja, das geht schon. Aber das erscheint mir jetzt alles etwas locker. Oh wei. So. Stell ich am besten über die Couch, falls er runterplumpst, dann passiert nichts. Ja, film's schön. So. Ja, das geht doch, oder? Also ich kann ja ich helfen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier nicht mehr korrigieren. So. So. So, komm mal, setz dich mal gerade, weil ich das hier fast ein bisschen locker finde. Ja, er hängt auf der rechten Seite, ist er viel weiter oben als links. Nee, jetzt ist er noch weiter andersrum. Genau. Ja, das Bein rechts ist irgendwie nicht richtig draußen. Jetzt passt es aber fast. Jetzt ist es fast gut. Okay, dann muss man schauen, dass man das nicht zu viel verdreht hier. Das ist,
gucken. Aber so ist es so, ja? Hallo, jetzt ist besser. Ja, jetzt sind die Beine auch gut. Jetzt findet er es wahrscheinlich auch gut. Ja. Schau mal, jetzt hast du hier deine Ärmchen. Das Baby beschwert sich schon, wenn es nicht passt. Ja, das stand da tatsächlich. Man soll es auch eben, weil ich glaube, es ist noch ein bisschen zu locker. Ich muss ein bisschen enger binden, weil da stand, man soll es lieber zu eng binden als zu locker, weil das Baby beschwert sich schon, wenn es zu eng ist. Wenn es zu locker ist, dann sitzt es halt falsch. Aber das sieht doch gut aus. Oh, ja. Kopfstützen. Aber den machst du doch da raus dann. Könnte man gehen. Doch. Sieht doch super aus. Geh mal tanzen. Sieht aus, als könntest du... Hui. Komm, jetzt komm mal mit. Komm mit. Staubsaugen gehen. Nee, Spülmaschine. Tu mal so, als würdest du so einen Teller oder sowas rausnehmen. Hier. Oh Gott. Vielleicht jetzt nicht unten. Nimmst halt, nimmst was, so eine Schüssel oder sowas. Oder Becher, ja genau. Wie cool, du kannst echt super jetzt freihändig arbeiten, oder? Juhu, jetzt muss der Papa gar nichts mehr machen. Was? Genau. So was. Jetzt hat sie mich aber bloßgestellt. Nein, ich wollte das ja unbedingt mit dem Tuch, weil das schon echt cool ist. Das fühlt sich. Ja. Musst du dann auch mal ausprobieren. Fühlt ja, sich unbedingt. Echt gut an. Und jetzt hier so. Ich hab den ja voll gerne bei mir. Und der immer bei mir ist immer so die letzte Not, wenn er sich echt nicht beruhigen lässt, dann kommt sie zu mir und sagt, hier, probier du mal. Und meistens funktioniert's. Es scheint ihm jetzt auch ganz gut zu gefallen. Ja. So würde ich dann heute voll gerne auch spazieren gehen. Ja, klar, natürlich. Ja, das muss man halt jetzt, also so, jetzt sitzt der echt super gerade. Ja, jetzt scheint es ihm auch zu gefallen, jetzt hat er auch die Augen zu. Ja, seine Backe ist voll so... Sieht super aus. Und gewichtsmäßig geht es, oder? Ja. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe eine halbe Stunde, so ist schon beim Spazierengehen, bin ich mal gespannt. Aber so insgesamt ist es schon echt super. Also es ist halt auch gut verteilt auf den Hüften und auf den Schultern. Ja, genau. Wie so ein guter Rucksack halt einfach. Wenn ihr enger könnt, müsste man es, glaube ich, noch binden tatsächlich. Ja, Übung macht dann den Meister. Und hat mir zu gefallen. Oh, ich finde es super. Ja, cool. Schön. Noch wiegt er ja erst knappe 4 Kilo. Ja. Nee, über 4 schon, 4,5 oder so wahrscheinlich schon. Ich merke das schon an meinen Armen, wenn ich den dann eine Stunde oder so rumtrage, dann geht das ganz schön auf die Arme. Da ist natürlich so ein rucksackähnliches Tuch dann, wo man den reinhängen kann, natürlich viel angenehmer. Schön, dass er sich jetzt beruhigt hat. Und das ist halt auch das, was er ja so liebt, wenn man läuft. Und wenn ich jetzt sage, das ist sonst immer das, wo ich sitze dann mit ihm auf der Couch, halte ihn, kann nichts machen. Ich kann nicht was zu trinken holen, ich kann mir nichts zu essen holen. Jetzt kann ich mir endlich wieder Süßigkeiten en masse holen. Na super. Nee, jetzt kannst du die Röhrchen abarbeiten. Was? Die Röhrchen? Hey! Jetzt kannst du dich ja bewegen. Er hat mehr Speckröhrchen als ich. Nee, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Du sitzt da wenigstens weich, ne? Und so. Ja, das ist richtig. Also es fühlt sich echt gut an. Auch viel besser als die Babytrage, die die Pferde kaufte. Da hat die Hebamme nämlich gesagt, das würde sie erst ab 2 Monaten empfehlen, weil da kann man seinen Kopf nicht halten. Ja. Ich meine, gut, man könnte natürlich irgendwie, wenn man den dann... Mit dem Tuch oder sowas. Ja, nee, das taugt dann auch nicht. Nee, das ist schon cool und vor allem, du hast halt so viele Möglichkeiten, wie du es binden kannst. Und im Sommer ist halt dann, das sorgt halt ganz schön für Hitze dann nochmal, gell? Ist so. Aber der Sommer ist ja dieses Jahr eh nicht so... Nicht so übertrieben, so doll. Und dann ist eh bald wieder Winter und dann ist es eine richtig schöne Wärmequelle für mich. Ja, das kann man auch nicht zu warm anziehen, weil es wärmt natürlich auch gut. Ah ja, also selber oder eher ihn? Er wärmt mich, ich wärme ihn und dadurch entsteht halt... Gegenseitig. Ja. Pushen sich gegenseitig hoch. Willst du es auch noch schnell ausprobieren? Ich will es auch noch ausprobieren. Kann man ja dann noch kurz zeigen. Oh, weiß. Alle wollen dich sehen mit Bibi. Alle wollen mich sehen mit Bibi. Ja, stimmt. Sieht gut aus. Wollen wir ausprobieren? Probieren wir es aus. Okay. Da steht gar nicht, wie man das wieder ablegt. Ja gut. Einfach. Ist, Hui! Du hast es hingekriegt. Ja, das ging voll gut. Ist jetzt auch richtig eng. Vielleicht schon für mich schon fast zu eng. Man sieht kaum, dass du da was trägst. Doch, da, hier, da ist was. Oh, er schläft, oder? Ja, er schnarcht so vor sich hin. Schön. Ganz leicht. Willst du gerade spazieren? Vor allem können wir jetzt wieder spazieren gehen, wo wir wollen. Scheiß drauf, ob da Wiese ist oder Matsch. Einfach querfeld. Ja, das war mit dem Kinderwagen immer ein bisschen schwierig. Ja. Da musste man immer überlegen, ja, ist es gerade matschig oder ist da was am Weg oder was auch immer. Bisschen schwerer. Oder obwohl mit dem ganzen Fruchtwasser und... Ja, nicht gar nicht mal, nee. Ja, stimmt. Nach der Geburt ist man 6 Kilo leichter ungefähr. Boah, krasse Sache. Er wiegt jetzt, was dürfte er wiegen? 4,5 ungefähr. Mhm.
Also noch geht's. Ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn er ein halbes Jahr alt ist und dann so seine fast 10 Kilo. Ja, wahrscheinlich wiegt er dann schon seine 10 Kilo oder 11 Kilo, dann so darf wie der wächst. Darf wahrscheinlich nur noch ich tragen. Wenn er ein Jahr alt ist, dann sind die Füße irgendwo da unten. Ja. Hängen dann schon bis zum Boden. Das kann gut sein. Nee, das ist richtig cool. Erstens, weil ich halt die Hände frei habe für zu Hause was machen. Aber auch so, erstens ist er, schläft er, der ist sofort eingeschlafen da drin. So wie vorhin auch. Total angenehm. Ich würde Algen da jetzt hinhängen. Da hängen. Nee, du bist mir zu groß und zu schwer. Ist bestimmt voll angenehm. Deine Füße würden am Boden schleifen. Ja, stimmt wohl. Der hat ja auch so lange Haxen wie du. Ja. Dem seine Beine sind voll lang. Ja, das stimmt. Der ist schon echt groß. So Oberkörperlänge hat der schon fast. Schon krass. Ja, lohnt sich. Ja, Zählen also, hat jetzt nochmal gemacht und es hat auf Anhieb gut funktioniert. Ja, das, also, das ist wirklich echt gut hier überall. Wirklich sehr stramm hier. Ja. Und er ist gleich gut drin gesessen. Also ich bin dann vor den Spiegel gegangen und war ganz begeistert. Nicht schlecht. Nee, also Tragetuch, ganz klare Empfehlung von mir, mega. Ja, finde ich auch gut. Ärgert mich jetzt, dass ich es nicht früher ausprobiert habe. Ja, naja. Aber egal, jetzt habe ich es und hast jetzt freue ich mich total drüber. Na gut. Und ich freue mich schon, dich damit rumlaufen zu sehen. Ja, nächste Spazieren dann wahrscheinlich darf ich dann tragen. Juhu, ich freue mich. Ich wollte jetzt unbedingt ausprobieren. Das verstehe ich. Aber bergauf habe ich schon gemerkt, das Gewicht, aber ja, geht schon. Ist ja auch ein guter Sport. Stimmt. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt alle so gerne hängen würdet in so einen schönen Beutel. Oder ob ihr sagt, na, das wäre mir alles zu eng. Ja, schreibt einfach mal, was ihr so dazu denkt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!